So, wir machen einfach genau da weiter, wo wir gestern aufgehört haben. Und das, was uns jetzt noch fehlt, ist die letzte oder sagen wir mal lieber die aktuellste Version der Boeing 737. Und zwar die 737 MAX. Ist immer noch die gleiche Basis, mittlerweile aber natürlich was völlig anderes. Und da sprechen wir jetzt mal ein bisschen genauer drüber. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr erinnert euch an das letzte Video mit der Next Generation Reihe der Boeing 737. Hat der US-Flugzeughersteller bei vielen Fluggesellschaften genau den Wunsch erfüllen können, das erfüllen können, was man als Flugzeug unbedingt haben wollte. Über 7000 Bestellungen für die NG-Reihe der 737 sprechen da für sich. Und wir können ja mal die größten Betreiber ganz kurz nennen. Es gibt da nämlich den ein oder anderen treuen Boeing 737-Kunden, dessen Flottengröße nochmal die Bedeutung, die Wettbewerbsfähigkeit und die Zuverlässigkeit dieses Flugzeuges wirklich unterstreicht. Man denke da mal an Ryanair. Es ist überall bekannt, dass diese Fluggesellschaft wirklich auf die 737 setzt und dabei nur auf die 737-800 setzt, was natürlich auch mit zur Erfolgsgeschichte von Ryanair gehört. Mittlerweile betreiben die über 450 Flugzeuge dieses Typs. Und sie haben 100 oder über 100 Boeing 737 MAX in einer besonderen Version, in der MAX 200 Version bestellt. Über die entsprechende Version sprechen wir später nochmal. Oder man schaut sich da mal Southwest Airlines aus den USA an. Eine Fluggesellschaft, die tatsächlich zum aktuellen Zeitpunkt über 740 Flugzeuge aus der Next Generation Reihe der 737 betreibt. Und wenn man jetzt noch die 737, die Southwest vorher hatte, dazu zählt, kommt man über 1000 Flugzeuge aus der 737-Baureihe, die irgendwann mal die Farben der Southwest trugen oder tragen werden. Und das ist doch schon ziemlich beeindruckend. Also eine Flugzeugfamilie, mit der man richtig was anfangen kann, aber halt auch eine alte Flugzeugfamilie. Man denkt immer noch daran, Erstflug 1967. Das ist schon eine ganze Weile her. Kann man doch eigentlich jetzt nicht mehr wahnsinnig viel rausholen, oder? Geht aber natürlich. Denn die Konkurrenz schläft natürlich nicht und ihr erinnert euch daran, was ich im letzten Video extra nochmal richtig betont habe. Das ist hier eine Situation, die ziemlich interessant ist, denn dadurch, dass jetzt einfach die Konkurrenz in der Form vorhanden ist, dass es Airbus gibt, die eine vergleichbare Produktfamilie liefern, wie sie Boeing liefert, als zweiter großer Flugzeughersteller, da entsteht so ein krasser Konkurrenzkampf, dass sich diese Hersteller immer gegenseitig mit ihren entsprechenden Produkten auf ein neues Level pushen. Und genauso musste das ja jetzt wieder passieren. So, relativ kurz nach der Jahrtausendwende fingen die beiden größten Flugzeughersteller der Welt dann damit an einem entsprechenden Nachfolger für ihre Erfolgsflugzeuge zu arbeiten. Und das beginnt meist damit, dass man neue Triebwerke für das neue Flugzeug auswählt und diese Motoren dann erst einmal zusammen mit dem jeweiligen Triebwerkshersteller entwickelt. Denn neue Triebwerke sind nun mal eben der Faktor, der eine Effizienzsteigerung im zweistelligen Prozentbereich überhaupt erst möglich machen kann. Und man wusste ja ungefähr, wo man hin möchte, und zwar zu einem größeren Nebenstromverhältnis und einer größeren bzw. stärkeren Verdichtung innerhalb des Triebwerks. Und das musste jetzt erstmal in vernünftiger, funktionierender Form entwickelt werden. Währenddessen, so um das Jahr 2006 rum, wog Boeing aber derweil ab, ob es sich nicht lohnen würde, eine komplette Neuentwicklung für dieses Marktsegment zu starten, um Airbus in diesem Marktsegment endlich mal richtig abhängen zu können. Kurz darauf entschied man sich aber dazu, dass das eigentlich Blödsinn ist. Vor allem aber hätte die Zeit wahrscheinlich vorne und hinten nicht gereicht, denn bei Airbus war es bereits im Dezember 2010 soweit, dass man ganz offiziell den A320neo als große Überarbeitung, als große Modernisierung ankündigte. Und natürlich mit der Information, die man wie eben schon angedeutet im Hintergrund bereits gefällt hatte, und zwar mit den neuen Triebwerken von Pratt & Whitney, dem 1100G Pure Power Triebwerk und dem neuen Triebwerk von CFM, und zwar dem CFM Leap. Und es dauerte nicht einmal 7 Monate, da hatte man zur Paris Air Show im Jahr 2011 bereits über 1000 Bestellungen für dieses Flugzeug eingesammelt. Boeing blieb also zum jetzigen Zeitpunkt gar nichts anderes mehr übrig, als da nachzuziehen und ihren treuen Kunden auch selbst treu zu bleiben. American Airlines zum Beispiel, die eigentlich immer treuer Boeing-Kunde waren und zum Airbus in großen Stückzahlen zumindest auf der Mittelstrecke erst durch die Übernahme von US Airways kamen, die bestellten relativ schnell nach der Ankündigung des A320neo einen Haufen an A321 und nochmal 100 A321neo. Also Boeing musste jetzt an dieser Stelle etwas wirklich Ordentliches auf die Beine stellen und dafür hat man eine ganze Menge Geld ausgegeben. Musste man aber auch, in Schätzungen zufolge sogar doppelt so viel wie Airbus für die Weiterentwicklung zum A320neo ausgeben musste. Man musste aber so viel Geld ausgeben, weil man den potenziellen
potenziellen Kunden von Anfang an versprechen wollte, dass man im Vergleich zum A320neo hier bei Boeing mit der 737 MAX das sparsamere Flugzeug bauen wird. Dafür musste man an dieser Stelle jetzt erst einmal natürlich richtig was leisten. Neben neuen Triebwerken wurde an der 737 bzw. am 737-Rumpf aerodynamisch alles verbessert und optimiert, was man gerade optimieren konnte. Als offensichtlichste Neuerung gab es neue Winglets. Die sind vergleichbar mit den Split-Scimitar-Winglets, wie sie auch schon an der 737-800 jetzt mittlerweile eingesetzt werden können. Aber sie sind nochmal für die 737 MAX optimiert und angepasst. Sie sollten den Spritverbrauch noch einmal um ganze 3,3% drücken im Vergleich zu den normalen Winglets der 737-800. Dazu kamen weitere Kleinigkeiten, wie zum Beispiel ein aerodynamisch besser geformter APU-Auslass. Auch sowas kostet Geld, liefert aber gleichzeitig wichtige Prozentpunkte beim Thema Spritersparnis und Effizienzgewinn. Wie aber eben schon angedeutet, liegt das größte Potenzial natürlich bei den neuen Triebwerken. Und hier bei der Boeing 737 MAX im Vergleich zum A320neo können die Kunden, also die Fluggesellschaften, nicht zwischen zwei Triebwerksoptionen wählen, sondern sie bekommen das CFM-Lead-Triebwerk. In Anbetracht der aktuellen Probleme mit dem Pratt & Whitney Triebwerk ist das aber wahrscheinlich nicht weiter wild. Boeing arbeitete natürlich von Anfang an eng mit dem Motorenhersteller zusammen. Und man hatte jetzt selbstverständlich wieder das gleiche Problem wie auf dem Weg von der 200er 737 zur 300er 737. Das Flugzeug liegt einfach viel zu dicht über dem Asphalt. Und jetzt für den geforderten Effizienzgewinn führte aber kein Weg mehr an einer Höherlegung des Rumpfes vorbei. Ein Problem, das Airbus nie hatte, weil der A320 von Anfang an sowieso recht weit über dem Boden stand. Boeing wählte dann nach langem Hin und Her einen Fandurchmesser von 176 cm. Das ist schon mal ein großer Zuwachs. Der A320 aber zum Beispiel, der bietet bei seinen CFM bzw. Pratt & Whitney Triebwerken mittlerweile 200 cm Fandurchmesser. Der ist nur mal so nebenbei gesagt. Aber gut, wir bleiben bei 176 cm. Das war ein vertretbares Mittelmaß, das mit allen Komponenten gut funktioniert hat, mit allen Komponenten gut harmoniert hat und einfach ein guter Kompromiss war, weil das Triebwerk nun halt größer war, dadurch mehr Effizienz schaffende Bypass Ratio, also ein größeres Nebenstromverhältnis liefern konnte, gleichzeitig aber auch nicht zu groß wurde, denn ein zu großes Triebwerk sorgt dann ja wiederum dafür, dass mehr frontal im Wind stehende Fläche vorhanden ist, die wiederum für mehr Widerstand sorgt und dass einfach das Triebwerk auch schwerer wird. Aber gut, das konnte man jetzt also alles mit 176 cm ja, abhaken, einen guten Kompromiss finden und das Fahrwerk musste dafür um 20 cm verlängert werden. Und wenn wir schon beim Thema Triebwerke sind, die bei der 737 haben jetzt natürlich auch sogenannte Chevrons. Also nach der 747-8 und nach der 787 bekommt nun auch die 737-Reihe diese lärmreduzierende Funktion, diese lärmreduzierende Ausstattung. Und es sieht vor allem ziemlich cool aus. Und jetzt fragt man sich an dieser Stelle, lässt sich das eigentlich alles mit dem nicht wirklich überarbeiteten, nicht wirklich veränderten Rumpf der letzten Jahrzehnte einfach so machen? Vom Ding her schon, mal davon abgesehen, dass sich die Materialgüte und die Materialqualität natürlich in den letzten Jahrzehnten deutlich verbessert hat. Man musste den Rumpf der 737 aufgrund der etwas schwereren Triebwerke bei der MAX-Version jetzt an einigen Stellen etwas verstärken. Dazu sorgt natürlich auch das längere Fahrwerk für etwas mehr Gewicht und das führt alles unterm Strich dazu, dass eine 737 MAX 8 etwa 3600 Kilogramm schwerer ist als eine ja durchaus vergleichbare 737-800. Die neue 737 MAX ist übrigens mittlerweile ganze 17 Tonnen schwerer, also beides leere Flugzeuge, als die damalige 737-100. Aber das nur mal so nebenbei. Aber natürlich kann die 737 MAX ziemlich genauso viel Sprit mitnehmen wie eine 737-800. Darauf hat man geachtet, dass die Tanks dann nicht kleiner werden. Und deswegen erhöht sich die Reichweite auf sehr brauchbare 6500 Kilometer bei diesem Flugzeug. Und selbstverständlich wurde auch das Cockpit der 737 MAX überarbeitet, beziehungsweise so selbstverständlich ist das gar nicht, denn auf dem Weg vom 320 zum 320neo hat sich auch nicht viel getan. Auf jeden Fall hat man jetzt vergleichbar mit dem 787 Cockpit 15,1 Zoll große Bildschirme da vorne. Und das sieht nicht nur schick aus, sondern sorgt natürlich auch für ein bisschen mehr Sicherheit, zumindest laut Boeing, und für eine gewisse, ja, bessere Situational Awareness der Piloten. Und an der Stelle natürlich eine ganz interessante Frage. Hat die 737 MAX jetzt ein Fly-by-Wire-System? Weil das bekommt doch eigentlich jedes mehr oder weniger moderne Flugzeug. Tatsächlich hat die 737 MAX ein solches System, aber nur für die Spoiler auf der Tragflächenoberseite. Denn der Gedanke dahinter ist, die 737 MAX soll sich natürlich genauso fliegen lassen wie eine Next Generation 737. Und das schafft man, indem man sie genauso fliegen lässt wie eine Next Generation 737. Das bedeutet, Steuerhorn ist immer noch das gleiche, die konventionelle Steuerung, die dahinter steckt, ist immer noch die gleiche.
Allerdings helfen die elektrisch angesteuerten Spoiler hier und da mal ein bisschen, zum Beispiel bei einer Landung mit der Klappenstellung 30 oder 40, also mit den beiden größten Klappenstellungen der 737. Dabei fahren die elektrisch angesteuerten Spoiler ein ganz kleines Stück aus und sorgen somit dafür, dass der Pilot mit einem höheren Anstellwinkel anfliegen muss, als er das jetzt zu diesem Zeitpunkt eigentlich müsste. Demnach auch mit einer höheren Pitch, was wiederum dafür sorgt, dass wenn er das Flugzeug aufsetzt, es sich genauso anfühlt wie eine 737 Next Generation. Und obwohl das Bugfahrwerk deutlich länger ist, ist es genauso weit über der Bahn wie bei einer Next Generation 737 und es fühlt sich beim Absetzen genauso an wie in einem solchen Flugzeug. Und wenn man darüber erstmal ein bisschen nachdenkt, ist das doch eigentlich ein ganz spannender Ansatz, oder nicht? Es sorgt unterm Strich natürlich alles dafür, dass ein Pilot, der eine Next Generation 737 fliegen kann, auch eine 737 Max fliegen kann. Und das war das, was man erreichen wollte. Aber gut, natürlich wurde nicht nur die 800er Version der 737 in eine Max 8 geupdatet, sondern es gibt auch eine Max 7 als Neuerung der 700er Version der 737. Tatsächlich ist die Max 7 aber ein kleines Stück länger als der entsprechende Vorgänger und es gibt natürlich auch eine Max 9, also ein Update der 900er Version. All diese Flugzeuge sind schon geflogen, ausgeliefert wurde bis zum jetzigen Zeitpunkt allerdings nur die 737 Max 8, davon aber mittlerweile schon gut 200 Stück. Dazu soll es in 2-3 Jahren dann nochmal eine 737 MAX 10 geben, also eine nochmals verlängerte Version auf dann gut 44 Meter, damit sie mit dem A321neo konkurrieren kann. Was daraus wird, da bin ich echt ziemlich gespannt, weil die 737 MAX kann einfach nicht die Leistungswerte erfüllen, die der A321neo da an dieser Stelle erfüllen kann. Aber es kommen ein paar technisch interessante Neuerungen dazu, zum Beispiel ein sogenanntes Teleskopfahrwerk, was die 737 beim Rotieren, also beim Abheben, dann nochmal so ein Stück vom Boden hochdrückt, damit es schwerer zu einem sogenannten Tailstrike kommen kann. Auch wieder eine ganz interessante technische Sache, die es auch schon bei anderen größeren Flugzeugen durchaus gibt, aber da können wir dann mal anders nochmal drüber sprechen. Und dann gibt es noch eine 737 MAX 200, das ist die vorhin angesprochene Sonderversion quasi. Das ist einfach eine 737 MAX 8. Vom Ding her genau das gleiche Flugzeug, aber durch ein zusätzliches Notausgangspaar dürfen in dieser Maschine mit gewisser enger Bestuhlung über 200 Leute sitzen. Genauer gesagt 210 sogar. Damit ist das Flugzeug natürlich perfekt für Fluggesellschaften wie Ryanair, die da wirklich so viele Leute reinballern wollen. Ja, und das sorgt dann wiederum dafür, dass wenn man den Flieger wirklich voll kriegt, er ganze 20% sparsamer und effizienter fliegen soll als eine vergleichbare 737-800. Das ist schon mal eine Ansage. Wie gesagt, das Ganze auf einer gut 50 Jahre alten Basis. Ja, und dann bleibt eigentlich nur noch zu sagen, dass es Boeing tatsächlich wieder geschafft hat, diese doch eigentlich so alte Basis mit den entsprechenden Neuerungen, mit den entsprechenden Updates in die aktuelle Zeit zu holen. Knapp 4.800 Bestellungen für das Flugzeug oder für die Flugzeugfamilie bestätigen das. Und eine Frage wollen wir an dieser Stelle nochmal ganz klipp und klar beantworten. Eine 737 MAX 8 ist tatsächlich in der Lage dazu, sparsamer zu fliegen als ein A320neo. In der heutigen Zeit muss man aber auch dazu sagen, dass Airbus wahrscheinlich mittlerweile das bessere Gesamtpaket abliefert. Und da dürft ihr gerne in den Kommentaren drüber diskutieren. Und vielleicht am Ende noch ein paar wichtige Zahlen. Die Boeing 737, der Flugzeugtyp 737, absolvierte seit seinem Erstflug im Jahre 1967 gut 220 Millionen Flüge. Was natürlich echt eine ganze Menge ist. Wovon aber knapp etwas mehr als 200 Flüge nicht so ausgingen, wie man sich das eigentlich am Anfang vorgestellt hatte. Dabei verloren knapp 4.400 Menschen ihr Leben, was jetzt natürlich erstmal eine wahnsinnig große Zahl ist. Aber wenn man das über die ganzen Jahre sieht, über die Anzahl an geflogenen Kilometern und natürlich im Hinblick darauf, dass knapp 15.000 Flugzeuge davon bestellt wurden und über 10.000 davon bereits ausgeliefert wurden, naja, dann ist das einfach eine wahnsinnig gute Sicherheitsstatistik im Vergleich zu anderen Flugzeugen. Die 737 ist einfach ein unfassbar sicheres Flugzeug. Und vor allem ein sehr beeindruckendes Flugzeug mit einer langen, beeindruckenden Geschichte. Und damit soll es das heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Es ist leider schon wieder dunkel geworden. Das tut mir leid, weil das Bild dann immer so ein bisschen komisch aussieht. Aber ich hoffe, das hat euch gefallen. Ich hoffe, diese dreiteilige Reihe über die 737 hat euch gefallen. Und dann machen wir natürlich bald mit dem nächsten Flugzeugtypen weiter. Dann geht es bei Airbus weiter, wahrscheinlich mit dem A330. Und ja, ich hoffe, da seid ihr auch alle wieder mit dabei. Und dann wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen Tag. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.